warum das da Eisenstein heißt. Da gibt es ja wirklich Steine, jedenfalls ganz herum. Bekanntermaßen wegen Bauarbeiten diesmal leider geschlossen. Da drüben da schon. Das ist der Hohenstein. Was es aber gibt, ist ein Sattelbuch. Genau, Schrambach 2,5 Stunden 6,55. Hallo und Grüße aus Zürnitz, ich bin Flatterbein und heute geht's auf die 7. Etappe vom Traisenthaler Rundwanderweg 6,55. Und diesmal habe ich keinen Stress, euch einfach mitzunehmen, aus dem einfachen Grund. Ja. Wir sind da um 7 Uhr in der Früh und Zürnitz ist ein verschlafenes Ortschaft. Da hinten sieht man die schöne Wiese am Eibel, die früher Skiwiese war. Und da steht Julius Seitner heute 3 Stunden 6,22, 6,55. Na, ist doch hervorragend. Also wir haben gestern auf der letzten Etappe dieses Schild da gesehen. Traisenthaler Rundwanderweg, Eisenstein, Julius Seitner Hütte. Julius Seitner Hütte, über Kalksöd, schau, 3 Stunden 6,55. Freunde des Eisensteins, wegen Sanierungsarbeiten Hütte geschlossen, ist klar, ja, wissen dann wir. Überqueren wir die B20, oder? 6,55. Da ist er gut angeschrieben. Julius Seitner Hütte, Eisenstein, da oben. Also jetzt müssen wir ein Stückchen entlang der Straße gehen. Man fragt sich jetzt natürlich auch, warum wir nicht einfach da drüben halt raufkommen dürfen, weil da steht nämlich schon groß, 6,55. Unser Aufstieg beginnt hier. Ja, da fallen die Sonnenstrahlen ins Tal. Und im Hintergrund sieht man den Dönitzer Höger aufragen. Da wird es wahrscheinlich umgehen zu dem Weg. Ich würde mir im ersten Moment auf eine Gesteinsformation denken, aber nein. Das ist eine ganz lange Wurzel und die führt da zu diesem mächtigen Baum da. So, jetzt könnte man vermuten, dass man da hinauf soll. Da war, oben war schon markiert, aber ich nehme mal an, dass es wurscht ist. Ne? Der Weg, der verliert sich dann da, weil das eben abgebaggert ist und eigentlich ein total gefährliches Gelände wird. Ja, das Förststraßenmysterium ist natürlich super. Ne? Man sieht von unten da die Felswand. Glaubt dann, das ist ein Umkehrplatz. Das stimmt auch nicht, weil es ist nämlich tatsächlich eine Serpentine. Ja, und was ist da jetzt? Da gehen wir jetzt rauf und das sieht man natürlich überhaupt nicht. Da ist jetzt dann plötzlich wieder hübsch. Aber da gibt es eine kleine Durststrecke. So, Kalksöd hast du bei diesem Gehöft. Türen jetzt in einer Stunde, Julius Seitner heute in 2 Stunden angeschrieben. Und über den Sulzbachgraben auch in 1 Stunde. Da ist jetzt das erste auf der Karte verzeichnete Kreuz. Das ist eine Eibe. Ich glaube, das ist eine Eibe. Ja, das hat man jetzt doch keine Ruhe lassen. Wollte diesen Baum aus der Nähe sehen. Und tatsächlich, das ist eine Eibe. Zum Vergleich die Hand. Ja, Wahnsinn! Nur dazu am Wiesenrand. Auch typisch mit den Trieben, die es noch überall bildet. Also so ein prächtiges Exemplar. Unglaublich. Nichtsdestotrotz, ich werde jetzt für euch den Originalweg verlaufen vom 6,55er. Da komme ich zum Hochgraser. Geht es tatsächlich durch Wiese. Zwischen sind wir hoch genug, um hinter dem Eibel einen Blick auf den Tiroler Kogel zu erhaschen. So, nach dem Gehöft hat man den Baum ordentlich bestrichen, um kenntlich zu machen, dass man da eine Kurve macht. Wir können da hinauf und werden uns da jetzt auf den Steinen zu einer Rast niederlassen. Die haben wir uns jetzt redlich verdient, ungefähr bei der Halbscheid. 30 circa unterwegs, das ist wie gesagt ziemlich genau die Halbscheid. Ja, 8,5 Kilometer, 400 Höhenmeter. Ne?
So, erstarkt durch Müsli-Riegel-Doping. Machen wir uns jetzt da mit moderater Steigung auf diesen Waldpfad da entlang. Wieder ein Kreuz erreicht. Das kann ich da sagen, warum es dieses Kreuz gibt. Bei den anderen habe ich es nicht durchgestanden, aber da steht in Gedenken an unseren Freund und Sportkameraden Adi Bertl. So, das ist jetzt da ein schöner Rücken gewesen zum Ansteigen und wir erreichen da eine Abzweigung. Da steht drauf 20 Minuten. Habe ich gut geschätzt, gell? Und in die andere Richtung gescheit 30 Minuten. Wer sich jetzt die ganze Zeit immer schon gefragt hat, warum das da Eisenstein heißt, da gibt es ja wirklich Steine. Jedenfalls ganz herum. Da hat man oben Steine und da voraus am Weg hat man auch Steine. Jetzt ist nur mehr die Frage, wo das Eisen ist. Hm? Übertritt bei dem Almgatterl und da sind jede Menge friedliche Kühe. Hinter uns ist eine Herde Kühe, die jetzt genau natürlich da bei dem Almgatterl liegen ist und man sieht im Wesentlichen denselben Berg wie vom Tirolkogel, nur von weiter weg. Natürlich bekanntermaßen wegen Bauarbeiten diesmal leider geschlossen, macht nichts. Am Eisenstein sind wir trotzdem. Ja, gescheit, eine Stunde, Hohenstein, drei Stunden. Der Eisenstein ist erreicht mit seinem Gipfelkreuz und einer naja, umfassenden Aussicht. Bis auf die Tatsache, dass es jetzt echt niemand mehr viel zum Sehen gibt. Also es ist inzwischen sehr diesig geworden. Da hinten ist noch kaum mehr der Schneeberg zu ahnen. Daneben Rax und Schneealp links von der Feitsch, der Gipfel und rechts der Göller. Ja, da hinten weitergegangen als ins Hochschwabmassiv rein, aber das ist nicht mehr auszunehmen, leider also Gottes. Also so richtig wesentlich weniger diesig ist in Richtung des Donautals auch nicht. Aber egal, nehmen wir das Backerl. So, wir verabschieden uns vom Eisenstein. Schön war's und weiter geht's. Nichtsdestotrotz, Eisenstein lohnt sich. Sicher auch schön im Winter als Schneeschuhtour, gell, da mit dem Freien. Das wäre schon nett. Anstiegs ist, dass es da einen entsprechenden Abstieg gibt. Der fällt natürlich da auf der Wiese wunderbar aussichtsreich und landschaftlich reizvoll außen. Die Kühe da, die haben sich jetzt aber hoffentlich einen Unschuh gewendet. Den Weg haben sie frei gemacht. Da drüben da schau, das ist der Hohenstein. Da. Der Hoche, ne? Ja, genau. Daher der Name.
ja, alsbald ist die ganze Geschichte wieder absolviert und es sind zum Gescheiten einmal 30 Minuten zum Otterkandlerhaus, 2,5 Stunden. Da darf man jetzt natürlich auch nicht fehlgehen, aber man kommt ja von da. Dürnitz 6,55 ist schon richtig, allerdings nur, wenn man in die andere Richtung begeht. Ne? 6,55 geht also weiter in Richtung Otterkandlerhaus und Hohenstein und da steht jetzt nur 604a. Das geht jetzt eine Zeit lang so weiter, bis dann der Abstieg aufs Gescheit noch deutlich forscher wird. Das packt der Weg alles in ungefähr 30 Minuten, da bin ich schon sehr gespannt. Ja. Ist dieser Rücken nicht hundertprozentig eben, belohnt uns dafür aber mit einem 3000er Rundwanderwegschild. Schau. Hier sieht man, da kommt aller mögliche junge Bewuchs auf. Da ist schon mal ein paar Jahre kein Traktor mehr unterwegs gewesen. Ja. Eine ziemlich arge Windwurffläche ist da. So, kenntlich gemacht durch diesen Pfeil muss man sich da jetzt offensichtlich durch diese Mikado da durcharbeiten. Das ist aber gleich gar nicht so nett. Ratlos. Oben drüber, unten durch, glaube ich, anders geht's nicht. Ja, da hätten aber mit dem Fichtenmoped schon ein bisschen intensiver arbeiten dürfen. Hm? Das ist gar nicht ungefährlich, sowas da. Ja, da mutet man dem Wanderer einiges zu. Umgehungsmöglichkeiten kurzfristig, auch nicht wirklich zum Sägen. Da hinten geht es schon ordentlich weiter. Da schaut es nicht wirklich besser aus. Also, da durch ist tatsächlich die beste Variante. Gell? Hat man uns noch ordentliche Prügel zwischen die Füße geschmissen. Ich habe jetzt einen guten Überblick, wie tief dieses Gescheit da eingeschnitten ist. Wir kehren aber noch auf der Seite von dem Rücken hin. So, markierungstechnisch hat man da keine Zweifel aufkommen lassen bis jetzt. Und da diese immer steiler werdende Leiten, die hat man sich da gespart. Eine sehr weise Entscheidung. Ja, da könnte man fast Zweifel kriegen, dass das stimmt. Das stimmt aber schon. Es ist auch nach wie vor gut markiert. So ordentlich viel Waldrebe. Da kann man sich von Baum zu Baum schwingen. So, das Gescheit ist erreicht. Na, das ist doch gescheit, oder? Eine kurze Trinkpause schadet vielleicht nicht. Hm? Hohenstein steht da 1,75 Stunden. Ja? Ja, Wetten wären angenehmer am Gescheit. Da oben dieses Schild sah sehr verdächtig aus, dass das einmal der 30-Taler Rundwanderweg gewesen ist. Ist ein Sattelbuch. Das ja einspizieren, oder? Ja, tatsächlich. Dürnitzer Gescheit, Seehöhe 868 Meter. Ist das wirklich ein Sattelbuch? Das ist ja hervorragend. Das ist ja schon der 9.8. Hat sich ja gar niemand eingeschrieben. Sehr viel besucht ist das eigentlich nicht. 31. Juli, 7. 8. 9. So, wir verlassen das Dürnitzer Gescheit und mit seinem schönen Bankerl wird es uns in Erinnerung bleiben. Also ein interessanter Platz, trotz der forstlichen Nutzung. Gell? Das ist ein ganz eigenartiger Abschnitt. Das ist eine alte Maschinenwegstraße, da unterhalb von so Felsen vorbei und auf der anderen Seite ist ein sehr abweichender Zaun. So, da eingekeilt zwischen zwei Forststraßen wird einem dieser Abschnitt auf seines landschaftlichen Liebreizes kaum in Erinnerung bleiben. Das Türchen lässt uns da hinaus. Hohenstein, Eisenstein ist im Bereich Oraniersberg gesperrt und wurde verlegt. Aha. Na gut. Hohenstein, 6,55. Da gibt es sogar eine Möglichkeit, Wasser zu fassen. Die ist vermutlich nicht ganz verlässlich, aber das dürfte Trinkwasser sein. Man möchte es ja gar nicht glauben. Jetzt sind also die Felsformation da oben. Das ist klar, dass dann jetzt die Straße ein bisschen mehr nach unten ausgewichen ist. Aber da ist immer noch der Zaun. Das Forststraßenerlebnis hat ein Ende. Diese Wegweiser könnten davon, in einer Dreiviertelstunde geht es hier auf den Hohenstein. Ja? Bitte Tor schließen.
Danke, die Forstverwaltung. Ja. Das werden wir jetzt anbringen, oder? Also da war jetzt Zeit für eine kurze Rast und jetzt geht's da auf den Anstieg in Richtung Hohenstein. Da ist ein schönes Steiglein und da geht's jetzt hurtig bergan. Reisenthaler Rundwanderweg. Aber die Nummer ist nicht mehr erkennbar. Es ist lustig, dass diese Schilder immer anders verwittern. Von 20 Minuten. Mhm. Klingt doch günstig. So. Da begeistert der Anstieg wirklich durch diese wunderschöne Wegführung und durch diese immer wieder veränderten Ausblicke und durch die interessante Trockenvegetation, die es da zum Teil gibt. Wer diesen Ausblick da auf den weiteren Wegverlauf, nämlich den Himmel, sieht, der sieht da schon da oben das Otto-Kandler-Haus am Hohenstein. Jetzt geht's zu einer kurzen Rast. Aber zuerst einmal schauen wir uns noch den Gipfel an. Der Hohenstein. Man sieht auch wirklich Stein. Eine hübsche Aussicht nach Norden. Was Höheres gibt es da nicht mehr. Ja, Sicht hat sich nicht wesentlich gebessert, leider. Ja, es ist jetzt kurz nach 14 Uhr und wir haben 3 Stunden auf dem Schüdel angeschrieben gehabt, Abstieg nach Schrambach. Und da haben wir jetzt nochmal ganz großartige Aussicht, nämlich auf den weiteren Abstiegsweg. So, man sieht sie. Wunderschöne alpine Flora. Und alles frei jetzt. Blumen über und über. Gell? Ganz toll. Ganz großartig. Geht man den ganzen Tag auf und runter. Oh, Schrambach 2,5 Stunden 6,55. Wir dürfen also jetzt links abzweigen und damit kommt wieder was Neues. Na, das ist doch cool, he? Dass da schon die Feuchtigkeit austritt, so weit oben am Berg. Da sind wir ja fast am Sattel oben und da entspringt offensichtlich eine Quelle. Da ist man jetzt auf einem wunderschönen Steigerl und einen Farn gibt es, eine Wiese gibt es mitten im Wald, weil der Wald sehr licht ist. Das ist doch sehr nett. Da hat man jetzt einen Luxus von Stufen gemacht auf dem Weg zum Engleitensattel. Am Himmel 1 Stunde, ja, dort wollen wir hin. Höhenweg 6,55, schau. 3 Stunden. Ja, aber das glaube ich nicht. Das ist das sogenannte Hochkogel. Das war spannend, wie viele Hochkögel es in Österreich gibt. Das ist eine gute Gelegenheit, Rückschau zu halten hinter mir. Ist der Hohenstein zu sehen. Schrambach jetzt in 2,5 Stunden. Na? Das sollen Sie endlich einmal entscheiden. Ha? 6,55, bitteschön, da hinauf. Himmel voraus, da hat man jetzt zum ersten Mal einen schönen Blick auch auf Lilienfeld hinunter im Tal. Ja, man hat zum Glück immer wieder noch ganz tolle Ausblicke da in Richtung Lilienfeld.
Ja, ein Torbogen. Hm? Wie lange der wohl so stehen bleiben wird. Am Himmel. In 10 Minuten. Also da am Himmel, da haben wir jetzt einmal uns ein Getränk genehmigt und sind ganz freundlich aufgenommen worden. Jetzt geht es für uns über den Ratzeneggsteig nach Schrambach runter und da übers Weidegebiet drüber. Und da fuhren am Himmel auf, weil das ist jetzt der Endgegner. Da kenntlich gemacht durch den Pfeil hat man da eine Wegspur. Ja, ist praktisch, dass da so dekorativ Steine drum liegen, weil sonst wüsste man ja gar nicht, wo man die Markierungen drauf zeichnen darf. Gell? So, wir haben die Kuhherde umgangen und da sind wir abgehalten worden von den Bäumchen. 6,55 Dreisenthaler Rundwanderweg, na hervorragend. Wer hätte es gedacht? Eine willkommene Abwechslung. Nicht, dass uns die Sonne nicht auch Spaß gemacht hat, aber im Anstieg ist sie dann ordentlich schweißtreibend. Mal so eine interessante Felsformation mitten im Wald und einen total ebenen Boden ansonsten. Ja, da wird es ganz unauffällig. Vor allem nicht von der Markierung da drüben verwirren lassen, von der vermeintlichen. Das ist keine. Das ist eine rot-weiße Forstmarkierung. Ja genau, schau. Nach dieser aufgearbeiteten Fläche da geht es da oben. Spuren von Markierungen am Stein, siehst du? Wenn man da diese markante Felsformation seitlich des Weges sieht, wenden wir uns jetzt noch kurz einmal in Richtung Westen. Es wird irgendwie immer steiler, gell? Fällt unangenehm auf. Ja, das weiß ich noch gar nicht, dass das so leise ist. Distillerie, Ratzeneggsteig zum Himmelbauer und Ratzeneggsteig nach Schrambach. Lauter Steig, außer Steig nur Steig, gell? Der ganze Stolz des Dreisenthaler Rundwanderwegs prangt da auf dieser Fichte. Ein komplett nigelnagelneues, frisch poliertes 655er Schild, wo man es am wenigsten erwartet. Wenn uns das nicht mit der Markierung persönlich stimmt, dann will ich gar nichts mehr. So da, ja, wenn wir einen Aufstieg waren, wisst man jetzt, dass da aufgeht. Zum Glück ist da im Abstieg kein Zweifel gewesen. Ja? 655 steht auf dem Schild ablässlich wieder drauf, gell? Jetzt auf einmal kennen sie es, ja, ich weiß es. Jetzt auf einmal. Der Baum will es ziemlich wissen. He? Du hast auch wieder so ein Exemplar. He? Das ist ähnlich. Muss auch dieselbe Spezies sein. Ja, leider ist schon sterben. Ne? Ist nicht nur tot, sondern auch im Weg. Schrambach. Und sein Bahnhofsgebäude kann man in den Blick schauen. Da unten ist das Ziel. Es scheint, dass da bei diesem Ratzeneggsteig irgendjemandem das ein ganz besonderes Anliegen war, dass das bis nach ganz unten ein Steig ist. Das ist sehr auffällig, da war man nicht faul. ÖAV Sektion Weitwanderer. Ja. Am Himmel Ratzeneggsteig, den haben wir absolviert. 655 Hohenstein, 655. Schrambach in 25 Minuten zum Bahnhof. Na, das nehmen wir doch jetzt ganz gern, oder? Schrambach, schau. Wiese. Und da schräg nach rechts oben verlaufend einen Weg. Und das ist ein Ausblick auf die 8. und letzte Etappe, die es am 13-Dollar Rundwanderweg dann geben wird. Das ist ganz unauffällig da mit dem grünen Glander. Geht es da über eine Fußgängerbrücke? Und welchen Fluss überqueren wir da? Hä? Die Dreisen, genau. Kristallklare Wasser sind das da. Ein kurzes Fazit. Ist eine wunderschöne Tour, keine Frage. Nicht bewirtet, das war im Prinzip halt so, dass die
Julius Seitenhütte leider nicht offen gehabt hat, ansonsten wäre es eine Drei-Hütten-Tour. Landschaftliche Ausblicke wunderschön, würde ich allerdings versuchen, eher entweder schon im Frühling zu machen oder dann wieder im Herbst, weil es halt doch arg diesig war und bleibt nicht mehr sonderlich viel zum Sagen. Außer das war es jetzt von der 7. Etappe des 30-Taler Rundwanderwegs 655, hoffentlich auf der 8. Etappe vom 30-Taler Rundwanderweg, nämlich von Schrambach zurück bis Wilhelmsburg. Und falls doch nicht, dann ich bin Flatterbauer und vielleicht sieht man sich einmal auf einer anderen Tour. Man hätte es natürlich auch schon bei der Autobrücke queren können, aber dann tut man ja, als ob man Auto wäre und wir sind ja Fußgänger. Jetzt ist nur mehr die Frage, wo das Eisen ist. Ein bisschen rötlich schauen sie aus, aber ich glaube, es sind eher dreckig die Steine. Das hat man mit einem Übermaß an Farbe versucht zu kompensieren, was wir da mit der Motorsäge machen hat. Und da ist ein ganz ein abweisender Zaun. Da will man niemanden auf der anderen Seite haben. Aber da könnte ja jeder kommen, oder? Das ist ja abwechslungsreich. Was er nicht bietet, ist Aussicht. Das könnte total aussichtsreiche Wanderung sein, ohne den blöden Wald. Mariazell 7,5 Stunden, das ist nicht lustig. Stattdessen nach Mariazell zu gehen, hat sich nicht beschränkt. Ja, blöd geredet haben wir jetzt genug. Nicht? Ja, Eisregen, ne? Ja. Sieht es. Gipfel des Lorenzi-Pechkugels ist erreicht.